Die Soziologen scheinen uns zu belehren, dass die Geheimcodes der Heimat von jedem Fremden erlernt werden können, da ja der Beheimatete selbst sie zu lernen hatte. Und das bedeutet. Bei der Einwanderung entsteht zwischen den schönen Beheimateten und den hässlichen Heimatlosen ein polemischer Dialog. Ist nicht die Ungleichheit die Last, die auf uns allen lastet? Unsere leise Stimme. Gemeinsamer Lachen. Man muss es nur oft genug wiederholen, dann hat es keine Bedeutung mehr. Keine Betonung, natürlich sprechen. Die Gewohnheit ist Rauschen. Keine Betonung. Natürlich passiert sprechen unterdrückt. Ich bin ungeduldig. Mir wäre klar, unser Projekt Leben retten. Die Wirklichkeit ist Leben. Wir haben einen Lieblingsschnitt erzielt. Alternativen gedruckt. Und es ist nichts passiert. Leben retten. Wir haben einen wichtigen Schritt erzielt. Diese Lachen passt zum Krieg. Die Lösung ist nicht entdeckt. Aber wir müssen Stück für Stück damit beginnen. Ist das nicht so mit der Ganz genau. Ist das nicht so? Wir haben einen richtigen Schritt erzielt. Das syrische Lachen ist eines, das im Bruchteil Oh,